Hallo Leute, da bin ich wieder. Herzlich willkommen auf unserem YouTube-Channel hier bei Mehmet OE. Ihr könnt euch doch bestimmt dran erinnern, dass ich letzte Woche eine Umfrage gestartet hatte, wo ich gefragt habe, was ihr gerne sehen wolltet. Erster Platz ist ja schon vorbei, der ist vergeben an älteste Bus von Fehlingreisen. Aber auf Platz 2 war das Leben eines Busfahrers oder besser gesagt Tagesablauf eines Busfahrers. Und den habe ich jetzt mal versucht, in so einem kleinen Filmchen, so eine Art Doku, mal euch näher zu bringen. Mal gucken, ob es mir gelungen ist. Viel Spaß, alles nach dem Intro. Bleibt dran, Leute! So, der Wecker klingelt und ich bin sofort wach, weil der Körper, der ist das schon gewöhnt, immer fast um die gleiche Zeit aufzustehen. Mir macht, wie gesagt, 4 Stunden, 5 Stunden Schlaf nichts aus. So Leute, auf geht's. Tagesablauf eines Busfahrers. Als erstes gucken wir uns mal draußen an. Aber das hatte ich mir schon fast gedacht. So, Tochter, das Auto, ja, Eis, meins, auch Eis. Das müsst ihr auch alles berücksichtigen, Leute. Lieber 10 Minuten früher aus dem Haus. Ja, toll. So, Scheiben sind einigermaßen frei. Als nächstes, wir haben so ein Anmeldesystem. Guck, könnt ihr vielleicht mithören. Ihre Fahrt ist freigeschaltet. Super. Wir müssen uns nämlich immer eine Stunde, bevor wir auf Arbeit sind, anmelden. So Leute, wir liegen noch gut in der Zeit. Ich habe jetzt einen Weg von eine halbe Stunde zu fahren. Das sind 24 Kilometer von Aalen nach Werne. Ich habe mich ja auch schon angemeldet, also ist alles im grünen Bereich. Wenn ich mich jetzt nicht angemeldet hätte, dann hätte ich spätestens halbe Stunde bevor meine Schicht beginnt, einen Anruf bekommen vom System, dass ich mich mit meinem PIN anmelden soll, damit das System weiß, oh, der ist auch tatsächlich wach und ist nicht wieder eingeschlafen. Dieses System hat sich wirklich gut bewährt. In der Vergangenheit ist es schon vorgekommen, dass die Mitarbeiter einfach Schlummerfunktion gedrückt haben und weiter geschlafen haben und ihren Schicht verpasst haben. Natürlich in so einem Betrieb, wenn ein Mitarbeiter nicht pünktlich kommt oder gar nicht kommt, total fatal. Ja, dann ist der Disponent am Rotieren. Manchmal muss er dann eben halt selber fahren. Aber durch dieses System wird eben früh genug die Rufbereitschaft alarmiert und dass einer, wie gesagt, weiß, oh, ey, kommt nicht. Und wir haben das so gemacht, dass jeder eben halt, wenn er sich nicht früh genug anmeldet, auch noch 5 Euro Strafe zahlen muss. So, wir fahren mal weiter. Alles geht gleich weiter. Also Leute, für mich beginnt die Woche ja eigentlich Freitag erst. Ja? Freitag, wenn ich in mein Fach geguckt habe und freitags gibt es immer für die nächste Woche die Dienstpläne für die ganze Woche. So, dann weiß ich Montag, was ich zu fahren habe. Dementsprechend weiß ich dann auch, wenn ich trinken sollte. Ich trinke ja nicht, aber jetzt ihr zum Beispiel, wenn ihr gern mal so Bier oder irgendwas noch am Wochenende trinkt, dass ihr früh genug damit aufhört, wenn ihr Montag um 5 Uhr schon aufstehen müsst. So viel dazu. Aber wir sind gleich im Betrieb. Dann könnt ihr ab jetzt den Tagesablauf von einem Busfahrer mal miterleben. So, jetzt habe ich noch fast halbe Stunde Pufferzeit. Ja, halbe Stunde ist übertrieben, 20 Minuten und sind auch schon am Betrieb. So Leute, jetzt bin ich im Betrieb. Der erste Bus, der fährt gerade schon raus. Ich liege noch gut in der Zeit. Ich lasse mir immer so einen Puffer von 20, ja, manchmal auch 25, 30 Minuten. Da kann ich noch Kaffee trinken. Natürlich kann ich nicht die Gesichter und so von den Kollegen aufnehmen. Das ist verständlich. Ihr seht noch, alles ist noch zu. Die ersten sind schon da. Der erste, der ist immer 4:30 Uhr schon da. Aber hier
ganz wichtig, auch bei uns im Betrieb, Maskenpflicht. So, bis gleich. Ich lasse die Kamera einfach mal mitlaufen, auch wenn nur Füße oder so zu sehen ist. Da könnt ihr mal so einen Ablauf eben halt verfolgen. Morgen. So. So geht's los. So, da haben wir einen Monitor. Da muss ich mich gleich mit meinem Führerschein anmelden, dass ich auch da bin. Dann gehe ich mal als erstes direkt in meinen Spind. Der befindet sich hier. Und da habe ich dann die Sachen für morgen. So, ganz wichtig, meine schöne Tasse. Dann ziehen wir uns jetzt einen Kaffee. Bis gleich. So, jetzt fehlt uns nur noch der Schlüssel. Wir haben ja den 925. So Leute, ich habe meinen Schlüssel schon. Jetzt geht's los, den Bus suchen. Ein paar sind schon da, ein paar sind schon raus. Aber so ist unser morgendlicher Ablauf. Ich kann natürlich nicht alles zeigen, weil ich ja auch beide Hände mal brauche, hier die Tore zu öffnen. Die sind alle zu hier. Wer weiß, wo der 925, da ist er doch schon. Ja, 925. Dieses Tor muss ich öffnen. So, bis gleich. Ja, beim Vorbeigehen schon mal die Abfahrtskontrolle, Sichtprüfung schon mal so langsam machen. Gleich nochmal Motoröl und so. Ja, alles gut. Ist natürlich alles kalt und dunkel. Das sind diese neuen MANs, die wir gekriegt haben. Die Schlüssel sind ja hier versteckt hier so. Und natürlich piepst jetzt alles. So, jetzt haben wir auch Licht. Läuft, das ist schon mal gut. 650.000 gelaufen. Ja, der Drucker, der fährt jetzt auch langsam hoch. In der Zeit, wo der aufbaut, kann man noch mal so eine Sichtprüfung eben halt machen, was damit ist. Nur mal gucken, ob irgendjemand noch, ob der Bus sauber ist, damit man der Vorgänger anscheißen kann. Nein, natürlich nicht. Um eben halt sicher zu gehen, dass alles da ist. Keil habe ich gerade geguckt, der ist da. Normal kommt das auch nicht weg. So, wenn ich soweit bin, melde ich mich wieder. So, das Ding fährt immer noch hoch. Ich habe hier meinen Chip. Den habe ich immer hier in so einem Kuvert drin. Schon draufgelegt. Wenn er gleich fertig ist, kann ich mich anmelden in der Zeit. Kühlflüssigkeit niedrig. Aha, müssen wir gleich nochmal gucken. Und Tachoscheibe habe ich hier auch schon fertig. Die müssen wir auch ausfüllen, obwohl wir ja auch hätten ohne fahren können. Aber um nachher zu wissen oder Ende des Jahres, wie viel Kilometer der hat, ist das natürlich ratsam, den auszufüllen. So, PIN braucht ihr nicht unbedingt. So, dann lockt er sich ein. Wir haben heute nicht Montag, sondern Mittwoch, weil zwei Tage habe ich erstmal noch was anderes gemacht. Aber dazu später mehr. So, bis gleich. So, es ist jetzt 6.24 Uhr und ich bin gerade aus dem Betriebshof rausgefahren. Natürlich ist jetzt noch alles dunkel, kann ich euch natürlich nicht allzu viel zeigen. Aber je heller es wird, desto mehr habt ihr dann eine gute Sicht und einen Eindruck, wie mein Tagesablauf heute so wird. So, bleibt dran.
So Leute, ich erzähle euch mal meinen Tagesablauf. Ich habe jetzt noch 4 Minuten Zeit. Da, wo ich einsetzen muss, ist Altstädte. Hier ein paar Meter weiter ist schon die Haltestelle. Ich habe heute Wagen 925, das sind die MA1, die wir ja bekommen haben. Und dann muss ich 6.56 Uhr Altstädte Mitte einsetzen, bis Bäckerstraße. Das ist ein Einsatzwagen, sage ich mal, so ein Verstärkerfahrt. Die wird dann nachher zu 11 von Spormeckerplatz geht es nach Horstmar zur Realschule. Dann habe ich von 7.39 Uhr Pause bis 11.20 Uhr. 11.20 Uhr muss ich dann in Lünen Zentralhallenbad einsetzen nach Brambauer. Und 11.35 Uhr von Brambauer wieder die gleiche Schule, wieder zurück zum zentralen Hallenbad. Dann wieder Pause bis 13 Uhr und dann wieder vom Zentralhallenbad nach Brambauer, die ich gebracht habe, wieder zurückbringen. Und dann wieder Pause, 14.10 Uhr Horstmar Realschule zu Persiluhr. Und dann 14.40 Uhr, diesmal keine Pause, wieder vom Zentralhallenbad Lünen Förderzentrum. Dann 15.30 Uhr Nordlünen. Rosenkamp zur Altstätte Waldhöhe, das ist eigentlich hier hinten, und 15.43 Uhr Pause. So, die Zeiten könnt ihr euch merken, Lenkzeit 4 Stunden 35 Minuten. Aber dazu erzähle ich euch während der Fahrt nachher ein bisschen mehr. Das ist sozusagen unser Tagesablauf. Den kompletten Dienstplan kann ich euch natürlich aus rechtlichen Sachen nicht zeigen. So, jetzt konzentrieren wir uns mal, dass wir gleich da fahren. Vielleicht könnt ihr noch miterleben, wie ich in die Fahrt eingebe. Okay, das können wir noch machen. So, wie ihr sehen könnt, wir haben 48 und 56 müssen wir einsetzen. Die Fahrt habe ich schon eingegeben, 90012 bestätigen. Das wäre die Fahrtnummer 134, drücken wir jetzt mal drauf. Wir haben noch 7,5 Minuten. Altstädte Mitte ist hier vorne, den tue ich jetzt mal wieder raus, Umlauf abmelden. Hier schon mal alles vorbereiten. Und wenn ich angerollt bin und kurz vor der Haltestelle, drücke ich dann nur hier drauf. Dann ist wieder alles okay. So, bis später mal wieder, Leute. So ist unser Tagesablauf. So, Leute, wir haben noch 54. Ich warte jetzt noch auf den Gegenverkehr, sage ich mal, damit das dann nicht so eng wird. Ich weiß, dass er gleich kommen wird. Da ist er auch schon. Dann können wir auch schon anfahren zu unserer Haltestelle. Vielleicht könnt ihr das noch sehen. Da ist er gerade. So, jetzt habe ich alle Handys auf Flugmodus gestellt. Das würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr Busfahrer seid oder auch wenn ihr PKW fahrt. Flugmodus an, dann kriegt ihr nichts mit und seid dann nicht abgelenkt, weil das verleitet einen dann doch dran zu gehen oder eben mal einen kurzen Blick zu werfen. Vielleicht habt ihr ja die anderen Videos gesehen, die ich mal erstellt habe, wo ich sowas mal simuliert habe, was da alles passieren kann, wenn man eine Sekunde mal auf ein Handy guckt. So, Haltestelle ist schon vor mir. Da brauche ich jetzt nur auf unser Knöpfchen drücken. Zack. So, genau 0. Wir haben, siehst du, der sagt jetzt auch, du kannst fahren. Ist zwar niemand an der Haltestelle, aber ich warte noch eine Minute, sonst sind wir überall zu früh. Das könnt ihr natürlich auch machen, so eine Minute, zwei Minuten, ein bisschen später losfahren, weil die ersten paar Haltestellen, da ist nichts. Der sagt schon, im Drubel ist die nächste Haltestelle. Tantchen, ich weiß. So, ich weiß nicht, inwieweit ich euch ab und zu mal so dazuschalten kann. Natürlich möchte ich nicht, dass Fahrgäste hier aufgenommen werden. So, aber wie ihr sehen könnt, ich bin frisch, ich bin noch munter, ich bin motiviert, weil ich mag meine Arbeit. Ich habe 6 Stunden geschlafen, meistens 5 bis 6 Stunden, das reicht mir. So, jetzt aber los. Das hat bestimmt auch niemand gemacht, mal so auf Linie.
erste rein. Meistens, die sagen ja auch kein Guten Morgen, kein Halli, kein Hallo. Wie ich es gesagt hatte, kein Guten Morgen, kein Halli, kein Hallo. Das habe ich mich schon dran gewöhnt heute. So. So Leute, wir sind pünktlich angekommen, die Schüler sind schon raus. Ab jetzt habe ich eigentlich Pause und muss dann 11:20 Uhr in Lünen einsetzen. Aber ich mache Folgendes, und zwar gehe ich nochmal, das sollte eigentlich jeder Busfahrer dann eben halt auch machen, einfach mal, wenn alle raus sind, zwischen den Zeiten, einfach mal gucken, ob jemand was vergessen hat, ob jemand irgendwo was liegen gelassen hat, ob da Müll oder Dreck oder sowas ist. Ah, guck mal hier. Da haben wir doch schon. Einer hat schon was vergessen. Mal gucken. Ein Flash-Ticket Plus. Okay. Der wird jetzt bei mir vorne aufbewahrt. Und dann wird er, wenn über Funk mal durchkommt, hat jemand was Fundsache, kann man das durchgeben. Oder ansonsten wird es in der Leitstelle abgegeben. So, ich mach mal weiter. Wir sehen uns gleich in Lünen wieder. So Leute, da bin ich wieder. Wir haben jetzt 10.42 Uhr. Ich habe Pause gehabt. In der Pause kann eigentlich jeder machen, was er will. Wichtig ist, dass der Bus ordnungsgemäß abgestellt wurde. Dass da nichts passiert, schön abschließen. Wenn ihr Geld habt, Kasse immer mitnehmen. Man weiß nie, irgendwie kommt man, wenn man will, doch auch immer in den Bus. Deswegen Geld immer mitnehmen. So, das ist jetzt kein klassischer geteilter Dienst, nur eben dazwischen so lange Pause. Für mich persönlich ist das ideal, weil dann kann ich nach Hause. Ich wohne nämlich, ich habe zwei, jetzt werdet ihr sagen, du hast 24 Kilometer gebraucht heute Morgen und hier bist du sofort zu Hause. Ich habe zwei Wohnungen, Leute. Ich habe einmal in Lünen und dann habe ich in Aalen auch noch mal eine Hauptwohnung. Ja, extra so eingerichtet, dass wenn ich hier Pause habe, deswegen fahre ich auch immer gerne nur in den Lünener Raum, dann kann ich nämlich hier vorne bei mir Pause machen. Manchmal, wenn ich längere Pausen habe, dann lasse ich den Bus in eine Firma, bringe ich also den Bus in eine Firma, nehme ich meinen PKW, fahre nach Hause, erledige meine Sachen selbst. Und jetzt habe ich natürlich jede Menge zu tun, weil ich ja auch den Online-Shop habe. Da warte ich immer ein, zwei Tage, bis die Bestellungen eingegangen sind. Und in der Pause natürlich, was macht der denn da? Der steht da genau mitten im Dings hier. Der könnte auch ein bisschen früher stehen. Dann schicke ich alles, bringe ich zur Post und. Deswegen sind solche Dienste für mich ideal, geteilte Dienste. Aber ihr als neue Busfahrer oder die überhaupt solche Dienste sehen, die kriegen erstmal einen Schock. Was? Nur 4,35 Stunden kriegen wir bezahlt und so viel Pause dazwischen. Und die Pausen natürlich eben halt ab der 30. Minute danach nicht, oder 24 Minuten. Danach kriegt man die eben halt nicht bezahlt, ja. Aber wenn man jetzt nur hier 4,35 habe ich heute, morgen vielleicht 3 Stunden, aber kann sein, Samstag habe ich wieder Dienst, da habe ich auf einmal 8 Stunden, 9 Stunden, ja, und das alle 3 Wochen, alle 2 Wochen, und der nächste Woche der Dienst wird vielleicht so ein Hammerdienst, wo man eben halt 8 Stunden am Stück fährt. Das ist aber nicht so schlimm. Wichtig ist am Ende, dass man eben halt in die 170 Stunden oder 167 Stunden, was man erreichen muss, dass man das bekommt.
Und wenn man das nicht schafft, man hat, sage ich mal, 140 oder 150 Stunden, dann wird das eben halt aufgestockt. Aber da passt der Disponent eigentlich schon auf. So viel hierzu. Ich habe heute Pause im Betrieb gemacht, weil ich da noch was zu tun hatte. Und jetzt fahre ich zur nächsten Haltestelle, sage ich mal, Einsatzort. Das ist Schwimmbad. Und da werden wir 11.20 Uhr einsetzen. Und durch diese Corona-Zeit ist jetzt mittlerweile auch, weiß man nie, ob die Schulen jetzt zum Schwimmen kommen oder nicht kommen. Auch wenn ihr sowas in den Schichten habt, immer dahin fahren. Wenn da steht 11.20 Uhr Schwimmbad, auch 11.20 Uhr am Schwimmbad sein. Alles eingeben, 10 Minuten warten. Wenn dann niemand kommt, okay, dann weiß man, die kommen nicht. So, als nächstes habe ich dann wieder Brambauer, also die Schule, die soll ich eigentlich nach Brambauer fahren. Und wenn die jetzt aber nicht da sind, die nächste Klasse, die wird aber auch in Brambauer wieder zurückgefahren. Also kann ich jetzt nicht sagen, ach, die sind jetzt nicht gekommen, fahre ich gar nicht erst nach Brambauer hin. Ja, das sind Dienste, die der Unternehmer bezahlt bekommt von dem Hauptliniengeber, sage ich mal. Und deswegen fahre ich auch leer nach Brambauer. Guck mir das an, auch wieder das gleiche, alles eingeben, 10 Minuten warten. Wenn dann jemand kommt, dann so peu à peu unseren Dienstplan eben halt abarbeiten. So, jetzt aber genug geredet, jetzt melde ich mich wieder, wenn wir am Schwimmbad sind. Aber so ist der Tagesablauf eines Busfahrers, Leute. So, jetzt sind wir hier angekommen und jetzt kann ich hier ruhig alles eingeben. 90, 8, 5, und was war das für eine Nummer? Die 47. Jawohl, Hallenbad, Brambauer Schule, 11.20 Uhr und wir haben 11. Also ich habe sogar noch 20 Minuten Zeit. Dann kann ich euch ja mal was zeigen. Na, könnt ihr was erkennen? Löwe gegen Elefant. Daraus habe ich jetzt so ein Leinwand erstellen lassen, was ich natürlich in meinem Online-Shop verkaufen werde. Ich finde, es mir gut gelungen. Der ist seit gestern zum Verkauf. 5 Stück sind schon weg. Ich hoffe, ihr holt euch auch noch mal sowas. So, die kommen. Die sind tatsächlich zum Schwimmen gekommen. Wir haben jetzt 12 nach. Die werden wohl gleich auftauchen hier. So Leute, wir sind schon in Brambauer Schule auf der Kelm. Und jetzt geht's gleich weiter, 11.35 Uhr, wieder zurück, wieder zum Schwimmbad. Ja, natürlich ist das ein bisschen blöd, was man jetzt die Fahrt eben halt nicht zeigen kann. Aber ich bleibe meiner Linie treu, bin bis jetzt gut damit gefahren, keine Fahrgäste, niemanden aufzunehmen. Und es ist ja auch Arbeit, ja. Arbeit zur Seite, Vergnügen, YouTube-Channel zur Seite, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. So, ich sehe, die kommen schon. Ich melde mich gleich, wenn wir wieder in Lünen am zentralen Hallenbad angekommen sind, Leute. So, bis später. So, pünktlich sind wir hier angekommen. So in einer Stunde, 13.10 Uhr war das, glaube ich, fahren wir von hier wieder die Schule wieder zurück. Und mit diesem Bus bin ich heute unterwegs. Mit einem schönen MAN. Der hat jetzt neue Folien bekommen. Sieht wieder wie neu aus. So, jetzt mache ich erstmal Pause. So, jetzt habe ich wieder eine Stunde Pause bis 13.05 Uhr. Und da ich mich ja gesund ernähre, werde ich mir jetzt diese Leckereien hier reinziehen. Und dann geht's wieder weiter. Ja, in meiner Pause, jetzt habe ich ja was gegessen. Jetzt bin ich auch gestärkt. Kann ich wieder an neue Projekte, entweder für YouTube oder für meinen Online-Shop, mir was einfallen lassen. Und ihr werdet es nicht glauben, Leute. Wenn ich am Fahren bin, fallen mir die meisten Ideen ein. Für die Kochschule habe ich ja auch schon eine Idee. Mal gucken. Und für die Kochschule habe ich auch schon eine Idee. Ist mir vorhin eingefallen, weil einer hatte mal in den Kommentaren gefragt. Mehmet, was kochst du uns denn zum Weihnachten? Ja, wir haben kein Weihnachten in diesem Sinne. Wir machen ja immer Fastenzeit, da haben wir unsere Bayrams und sowas alles. Da machen wir immer so Süßigkeiten, so Süßspeisen. Ihr kennt das bestimmt, Baklava.
Und das versuche ich mal zu backen, so dass es Weihnachten wohl erscheinen wird oder jetzt hier am Sonntag mit euch. Das sind meine Sachen, was ich hier in meiner Freizeit, in meiner Pause mache. Andere Busfahrer, die sitzen da vorne. Essen tue ich auch nie vorne am Lenkrad oder so, immer hier hinten. Oder wenn ich mal ein kleines Nickerchen machen möchte, was selten vorkommt, weil keine Zeit für Nickerchen, mache ich das auch hier hinten in dem Viererbereich hier und nicht am Lenkrad, wo mich jeder sehen kann. So, jetzt mache ich noch ein paar Projekte fertig und dann bis 13.05 Uhr, dann geht's weiter. So, noch 5 Minuten, dann müssten die eigentlich gleich hier rauskommen. Dann geht's wieder zurück nach Brambauer. So Leute, schade, dass ihr nicht dabei wart. Aber jetzt habe ich die Schwimmtour hier Ende. Jetzt mache ich oben VKU, sage ich schon. Nix VKU. Sonderziele, Werkstatt, brauchen wir auch nicht. Nimbus, Fehlingreisen bauen wir jetzt da oben rein. Und unsere nächste Station ist Horstmar Realschule. 14.10 Uhr müssen wir da sein. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit. Aber ich nehme auch euch nicht die ganze Fahrt jetzt damit. Nur so ein bisschen, damit ihr mal sehen könnt. Wie gesagt, wie der Tagesablauf eines Busfahrers eben halt ist. Sonst müsste ich ja 5-6 Stunden die Kamera eben halt die ganze Zeit hier aufnehmen lassen. Aber das geht nicht. Wegen Gesetze, wegen Rechte und. Und hier ist 30er Zone, hier muss man sowieso auch immer aufpassen. Ich nehme euch bis zur nächsten Haltestelle mit. Und dann machen wir Cut und starten dann weiter wieder in Horstmar. Dann haben wir noch 2 Linien, dann ist der Tag schon fertig. Aber ihr müsst euch jetzt überlegen, wir haben 13.24 Uhr und ich bin schon seit 5 Uhr wach. Ja, der Tag, wie gesagt, ist lang, aber 16.18 Uhr ist Ende und wir kriegen 4,35 Stunden bezahlt. Wie gesagt, ich bin einer der wenigen, der rumheult, weil für mich ist das optimal. Natürlich, wenn einer nicht direkt in der Nähe wohnt, nicht in Lünen wohnt oder so, für den ist das ein bisschen ärgerlich, wenn er noch nach Hause fahren muss, 10, 20 Kilometer. Aber wie gesagt, es gibt für alles eine Lösung. Nicht immer direkt rumheulen. Nicht immer sagen, wegen geteilte Dienste will ich doch kein Busfahrer werden oder so. Busfahrer werden ist nicht einfach, aber wenn man einmal Busfahrer geworden ist, dann will man den Job auch nie mehr aufgeben. So, hier machen wir gleich Cut. Eben noch meinen Satz zu Ende bringen, was ich überhaupt sagen wollte. Ja, nicht deswegen sagen, nee, ich will kein Busfahrer werden. Ihr müsst euch jetzt mal so vorstellen, wir haben draußen 6 Grad. Es gibt auch Momente, es gibt dann 3 Grad minus, 5 Grad minus, vielleicht noch niedriger. Und wir sitzen hier im Warmen. Wenn man da überlegt, Bauarbeiter oder irgendwelche Leute, die da draußen, okay, die kriegen zwar ein bisschen mehr Geld als ein Busfahrer, aber dementsprechend haben die auch anschließend davon nichts. Wenn sie mal Rentner werden, dann sind sie schon kaputt, die Gelenke, die Knochen sind schon alles weg. Und wir hier als Busfahrer, könnt ihr ein Beispiel an mir nehmen, hier seit mehr als 20 Jahren bin ich schon Busfahrer. Körperliche Arbeit habe ich nur bei den Umzügen bei mir zu Hause gemacht, aber draußen irgendwo auf dem Bau oder irgendwo etwas habe ich noch nie gemacht. Ja, und ich merke das jetzt hier mit über 50 Jahren, sage ich mal, ich bin noch topfit, ich spiele noch Fußball, alles. Aber bevor wir vom Thema abweichen, Cut! So Leute, wir sind jetzt in Horstmar, 14 Uhr haben wir, 14.10 Uhr müssen wir hier gleich fahren, ihr könnt schon mal alles eingeben. 9011 und die Fahrtnummer war die 51, wenn wir jetzt hier drauf drücken. 9 Minuten haben wir noch Zeit, Horstmar Realschule.
Das nehmen wir wieder raus, damit die nicht hier schon klopfen, dass die fahren wollen und so. Die Schule ist hier um die Ecke. Deswegen stelle ich mich hier so an der Kirche hier hin und warte meine Zeit ab. Dann fahre ich rum. Das ist auch eine Verstärkerfahrt. Die fährt ein bisschen anders als der normalen Linienweg, damit eben halt viele Schüler hier mitgenommen werden und den normalen Betrieb nicht beeinflussen. So, 2 Minuten noch, dann geht's los, dann kann die ganze Horde rein. Also wirklich, ich habe schon viele Schulen hier gefahren. Ich kann mich noch an Koblenz erinnern, da gab es auch so eine Schule. Also ich weiß nicht, ich lasse das alles mal unkommentiert. Den Rest könnt ihr euch denken, wie die sich verhalten beim Reingehen. Letztens lag sogar noch jemand hier, ist hingefallen. Die haben die noch draufgetreten, über denen getreten. Bei sowas eben halt sachlich bleiben. Versuchen nicht mit Gewalt auseinanderzuziehen. Irgendwie haben wir dann geschafft, dass die angehalten haben und dass wir das Mädchen hochheben konnten. So, auf geht's. Ich melde mich dann nachher in Lünen wieder. So Leute, ich habe 2 Minuten Verspätung, weil da war ein bisschen Stau. Ich muss jetzt wieder zum Lünen Zentral Hallenbad. 40 ist Abfahrt. Wir haben jetzt 41. Bei sowas auch keinen Stress machen. Wenn nicht geht, geht nicht. So, wenn ich die dann weggebracht habe, vorausgesetzt ist natürlich, dass sie da sind. Wenn die nicht da sind, dann wieder Zeit abwarten. Die letzte Fahrt ist 15.30 Uhr von Rosenkamp, Altstädte, nicht Altstädte, Lünen, Nord. So Leute, jetzt habe ich die hier rausgelassen, hier am Förderzentrum. Unglaubliche, der Bus war rappelvoll. 2 Mann, 2 Schüler und 2 Lehrer. Die waren schwimmen. Auch nicht schlecht, oder? Aber hat auch alles mit Corona zu tun. So, jetzt fahren wir Nordlünen, Schulzentrum Brosekamp. Die fährt nach Altstädte Mitte, da wo wir heute Morgen um 7 Uhr gestartet sind. Ja, da hört die auf und dann fahren wir leer zurück zum Betriebshof und das war's dann für heute. Ja, ich nehme euch mal so ein bisschen mit dem schönen MAN. Vielleicht könnt ihr so ein bisschen den Sound noch genießen. Der ist wirklich kräftig, wenn ich Gas gebe. Ich halte mal jetzt den Mund und könnt ihr mal so ein paar Minütchen genießen. So, und Cut. So Leute, jetzt sind wir hier, Schulzentrum Rosenkamp. Da geben wir jetzt die Fahrt 90105 und die Fahrtnummer 13 ein.
Dann gucken wir mal, was passiert. In 20 Minuten haben wir Abfahrt, 15:30. Okay, jetzt habe ich wieder Pause. Ich habe immer Pause. Dann kann ich wieder an meinen Projekten arbeiten. Ich versuche noch so eine Leinwand zu erstellen. Mal gucken, irgendwas mit Motivation oder irgendwas. Wenn ihr Ideen habt, zum Beispiel, was ich machen kann, was ihr gerne auch kaufen würdet, bei euch im Zimmer, im Büro, Kinderzimmer meinetwegen haben würdet, schreibt das einfach in den Kommentaren. Ich lasse mich von euch inspirieren oder wie das heißt, inspirieren. Inspirieren. So, ich glaube, das war jetzt richtig. Hier machen wir wieder Cut. Dann melde ich mich nachher wieder kurz vorm Betriebshof. So, bis dahin. Cut. So, schön, dass ihr wieder da seid. Wir haben es geschafft. Ich habe die letzte Fahrt hinter mir. Hat alles wunderbar geklappt. Wir haben jetzt 16.03 Uhr und ich müsste jetzt im Betrieb sein. Ja, ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen. Da war auch noch Bahnübergang zu in Lünen. Aber ab jetzt ist ja egal, wann ich an die Firma bin. Ich habe ja schon fast Feierabend. Ich muss gleich noch den Bus sauber machen. Das heißt, so sauber ist er ja schon. Von außen ist bei uns so eine Sache, können wir uns aussuchen. Normalerweise nach jedem. Aber wenn man eben halt Wasser sparen will und dann guckt man sich das an, wenn es draußen nicht so nass gewesen ist. Heute war es nicht allzu nass. Der ist nicht ganz dreckig. Also lasse ich den. Morgen habe ich einen anderen Bus. Wenn ich sowieso weiß, ich habe den morgen selbst, da kann ich mir das selber einteilen, ob ich den jetzt tanke oder morgen früh tanke. Aber wenn das ein anderer Kollege ist, da will man ja natürlich nicht unkollegial sein, dann tanke ich den gleich noch, dann könnt ihr mit gucken. Obwohl ich das, glaube ich, auch schon mal gemacht hatte, tanken. Irgendeiner hatte mal gesagt, wo ich hier nicht wegkam, ihr braucht da eine Ampelanlage. Gesagt, getan, jetzt haben wir eine Ampelanlage hier bei uns am Betriebshof. Das ist aber eher vorübergehend, denke ich mal, weil die Lippebrücke ja abgebaut wurde. Jetzt habe ich zwei Busse noch vor mir. Das heißt, wenn beide jetzt noch tanken, stehen wir gleich sogar noch im Stau. Da bin ich mal gespannt, ob die tanken und wenn die auch noch waschen, dann dauert das noch länger. Aber wie gesagt, das gehört jetzt eben halt alles dazu. So, hier mal vorsichtig rüberfahren. Und dann schauen wir mal. Der eine tankt schon mal nicht, das ist gut. Aber die Melissa, die will bestimmt tanken. Weil sonst, hier ist ja frei, wäre sie ja hier reingefahren. Ja, von 5 Uhr, jetzt haben wir 16 Uhr, 11 Stunden. Und morgen früh muss ich 5 Uhr wieder raus. Das ist das Leben eines Busfahrers. Aber dazwischen, habt ihr ja gesehen, habe ich jede Menge Pause gehabt. Ja, die will tanken. Dann stellen wir uns mal hinten an. Aber das wollt ihr bestimmt auch noch sehen, wie getankt wird, denke ich mal. So, ich mache mal Cut. So, in der Zeit kann ich mich schon mal abmelden, Schichtende, Kilometer, der misst ja die Kilometer immer mit. Schichtende, Betriebshof, ja, PIN-Nummer braucht ihr nicht wissen. Oh, jetzt habe ich sogar falsch eingegeben, wegen euch. Wieder löschen. Oh Mann. Fahrt, nein, nicht Fahrt, ich will Schichtende. So, jetzt aber. Jawohl. So, es kommen immer zwei Belege raus, einer für uns und einer
für den Betrieb. Wo ist die Tachoscheibe von heute Morgen? Ah, hier. Tacho noch ausfüllen. 650 65 51 029. So, ausrechnen können die selber, wie viele Kilometer wir gefahren haben. Und auf der Seite haben wir dann auch noch mal 6 5 1 0 2 9. Von 1 bis 9 sind 8, von 1 bis 2 ist 1, von 9 bis 10 ist auch 1. 118 Kilometer sind wir gefahren. Okay, damit kann man leben. So, jetzt sind wir eigentlich schon in der Zeit, bis die getankt hat, kann ich meine Tasche und so schon fertig machen. Irgendeiner hatte mal gesagt, warum habt ihr eigentlich immer so große, schwere Taschen? Ja, weil wir da alles ich denke schon, was ist das denn? Weil wir alle so schwere Sachen mitnehmen müssen. Hier, Wechsler und so, der ist wieder voll. So, wenn sie jetzt nicht waschen tut, dann könnten wir eigentlich dran kommen. Wenn sie jetzt noch wäscht, dann müssen wir noch lange stehen. Ah, 8,27, den habe ich morgen. Den habe ich morgen. Melissa ist unsere Auszubildende. Die hat es, glaube ich, schon fertig. Also Führerschein hat sie, sie darf schon fahren. Aber die muss noch zur Schule. Nee, die will nicht waschen. Gut, ich muss weiter durchziehen, weil der hat ja den Tank ganz hinten. So, jetzt nehme ich euch mit. Wir haben ja eine firmeneigene Tankstelle hier. Hier gebe ich dann gleich alles ein. Da ist der Rüssel und tanken. Das war's. Ich denke, ihr wisst, wie das geht. So, getankt ist er auch. Jetzt noch an seinem Platz. Und gut ist. Seht ihr, wir haben jetzt 14 nach und 18 nach ist offiziell Feierabend. Also die Zeiten, das passt alles. Der piepst jetzt, weil wir jetzt ja ohne Fahrerkarte, nicht Fahrerkarte, doch Fahrerkarte nennt sich das so, ohne den fahren. So, da hinten habe ich noch eine Lücke entdeckt. Schön, dass hier frei ist, kann man einen großen Bogen nehmen. Wenn hier noch ein Bus steht, ah, Pustekuchen, da steht noch ein PKW. Dann nehmen wir den nächsten hier. So. Oh, wird knapp, aber... Yep. So, jetzt ist die Melissa da. Hoffentlich kann man die im Bild nicht sehen, sonst muss ich sie verpixeln. So, Leute. Das war's. So, jetzt haben wir den hier sicher abgestellt, gleich die Toren zu und Feierabend. Mal gucken, wenn im Büro keiner ist, dann zeige ich euch noch, was ich mit den Tachoscheiben und so mache. Und ansonsten melde ich mich gleich nochmal zum Verabschiedung wieder. So Leute, hier haben wir heute Morgen
angefangen und hier beenden wir auch unser Video. Da waren gerade so viele Leute drin und da konnte ich da nicht einfach filmen. Im Prinzip Schlüssel aufhängen, Tachoscheibe, den Dienstplan wieder ins Fach legen. Für morgen haben wir ja schon heute Morgen rausgeholt. Jetzt wissen wir, was wir morgen fahren. Auch das Gleiche. 5 Uhr geht's wieder los. Ich verabschiede mich von euch. Warte, nochmal die Kamera nochmal so ein bisschen hier so richten. Ich verabschiede mich von euch. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Scheut nicht, ein Busfahrer zu werden. Jetzt habt ihr mal so einen kleinen Einblick davon gehabt, wie das ist, wenn man Busfahrer eben halt ist. Ja. Und nichts Schlimmes, nichts Schweres. Dienste könnten besser, optimierter sein. Das stimmt wohl. Da gebe ich euch recht. Aber so ist das nun mal. Wenn jeder so denken würde, ach, wegen Dienste, wegen geteilte Dienste, wären wir kein Busfahrer. Was würde dann die ganze Menschheit da draußen machen? Die müssten entweder selber fahren, noch mehr Chaos, noch mehr Verkehr auf den Straßen, noch mehr Autos und so weiter. Ich könnte noch stundenlang Vorteile, Nachteile erzählen, aber wir machen heute Punkt. Ich möchte auch mal Feierabend machen, weil ich muss gleich wieder Pakete verschicken. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen hattet. Ich habe ja hier, die habe ich auch hier im Auto. Jetzt habe ich 2 Designs. Die könnt ihr bei mir im Online-Shop erwerben. Und noch andere Sachen. Die Kugel, die habe ich ja hier. Moment, die habe ich auch noch hier. Ja, hier am Auto oder eben halt am Tannenbaum. So, jetzt aber genug Werbung gemacht, jetzt aber genug geredet. Doch noch eins habe ich noch, und zwar das Abonnieren nicht vergessen. Vielleicht schaffen wir ja doch noch die 100.000 Marke. Wenn nicht dieses Jahr, dann aber bestimmt nächstes Jahr. So Leute, auf Wiederschauen, bis in einem anderen Video hier auf Mehmet Away.